Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Anträge der Fraktionen Die Linke und der Grünen mit dem Titel Gute Ausbildung, gute Arbeit, gute Pflege und integrative Pflegeausbildung, Pflegeberuf aufwerten, Fachkenntnisse erhalten, enthalten viele inhaltliche Punkte, die Dr. Nüßlein, Erwin Rüttel und ich in unserem Kompromissvorschlag erarbeitet haben. Und deshalb sehen wir keine Notwendigkeit, diese beiden Anträge hier zuzustimmen. Uns eint die Überzeugung, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass in die Pflegeausbildung investiert werden muss, dass sie zukunftsfest gemacht werden muss. Und hier sind wir übereinstimmend unterwegs. Ich bin überrascht, wie massiv und nahezu nicht fähig, einen Kompromiss einzugehen, sich Befürworter und Gegner der Generalistik hier gegenüberstehen. Bitte, Frau Roth. Aus meiner Sicht würden wir mit diesem Kompromiss sowohl den Befürwortern als auch den Gegnern der Generalistik eine Perspektive aufzeigen. Und ich darf den entsprechenden Passus aus dem Koalitionsvertrag hier noch einmal verlesen, weil der einigen, die ihn mitverhandelt haben, offenbar nicht mehr geläufig ist. Wir wollen, ich zitiere, wir wollen die Pflegeausbildung reformieren, indem wir mit einem Pflegeberufegesetz ein einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf aufbauenden Spezialisierung für die alten, kranken und kinderkranken Pflege etablieren. So steht es hier im Koalitionsvertrag. Und ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass meine Fraktion und auch ich eine sinnvolle generalistische Einbindung der Elemente in die neue Pflegeausbildung durchaus befürworten. Viele pflegebedürftige Menschen, die in unseren Altersheimen wohnen und Einrichtungen sind, multimorbid mit Krankheitsbildern, die spezifische Pflege benötigen. Umgekehrt haben Menschen, die ins Krankenhaus kommen, oftmals einen speziellen altenpflegerischen Unterstützungsbedarf. Es ist also durchaus angebracht und wünschenswert, dass sich die verschiedenen Fachzweige gegenseitig hier auch befruchten. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin die klassischen Spezialisierungen brauchen. Und deshalb gibt es hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, unseren Vorschlag, dieses Modell 2+1, 2 Jahre gemeinsame generalistische Ausbildung und 1 Jahr Spezialisierung. Und wenn dann hier diese Spezialisierung vollzogen ist, kann man zusätzlich einen weiteren Abschluss mit einem halben Jahr noch dazu wählen. Wir wollen auch die Möglichkeit schaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren, leichter zwischen den Berufen zu wechseln. Zudem plädieren wir dringend für eine Abschaffung des Schulgelds. Und wir sind dafür, für die Angleichung der Gehälter in der Altenpflege gegenüber anderen Pflegebereichen. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir auch bereits die Rahmenbedingungen im PSG 1 und 3 miteinander geschaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, glauben Sie mir aber auch, und wir dürfen das nicht unter den Tisch kehren, die Beschäftigten der Kinderkrankenpflege, aber auch die deutschen Kinderärzte sind vehement gegen die generalistische Ausbildung. Sie befürchten, dass die Kompetenzen und Fähigkeiten der Auszubildenden, die einmal für die Versorgung von Säuglingen und insbesondere auch Frühchen zuständig sind, dass hier diese Ausbildung, die Qualität massiv leiden werden. Eine Petition im Deutschen Bundestag, die fordert, dass die Kinderkrankenpflege als eigenständiger Beruf erhalten bleibt, wurde von 134.000 Menschen unterzeichnet. In einer repräsentativen Umfrage sprachen sich 90% der Betroffenen für einen Erhalt ihres Berufs aus. Auch große Teile der Altenpflege sind gegen eine generalistische Ausbildung. Bei weitem nicht nur die Leitungen und Pflegeeinrichtungen, die sich zu 80% gegen sie ausgesprochen haben. Und meine Bitte und Aufforderung geht vor allem auch hier an die SPD und ihre Ministerin Frau Schwesig, die sich für den Bereich der Altenpflege ja mitverantwortlich ist. Versuchen Sie nicht, die Pflegeszene zu täuschen, vor allem die Altenpflege. Wer unter dem Deckmantel von beruflicher Durchlässigkeit, Qualitätssicherung und verbesserter Bezahlung am liebsten über die Hintertür einen dualen Ausbildungsberuf akademisieren will, handelt fahrlässig, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und ich möchte Ihnen auch klar sagen, wir brauchen jeden Auszubildenden hier an den Pflegebetten, egal welchen Schultyps. Und deshalb ist es notwendig, dass wir heute, aber auch in Zukunft hier nicht ausgrenzen, sondern verbinden. Und deshalb werden wir auch die Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Hauptschule benötigen. Der Vorschlag Ihrer Kollegin Müller ist zukunftsweisend. Wir werden das prüfen und wir hoffen, dass wir schnell zu einer guten Lösung kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Katrin Vogler, Fraktion.